Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Kommen wir zu dem wichtigsten und zum wichtigsten Gast am heutigen Abend. Hannes Leih, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Eigentlich könnte man ja denken, so mit diesem Buch bist du ja gerade ganz aktuell unterwegs. Hashtag, ich bin hier. Gegen Fake News und Hass im Netz. Und das Interessante ist immer, ich habe es ja vorhin schon gesagt, lieber Hannes, immer wenn ich Fake News höre, muss ich an Trump denken. Keine Ahnung warum. Ich würde ja gerne als erstes mal wissen, warum hattest du das Bedürfnis, überhaupt sowas wie Hashtag ich bin hier zu gründen? Vor, ich glaube, anderthalb Jahren ging es ja bei dir los. Ich mag die digitalen Medien. Also ich arbeite ja auch mit den digitalen Medien und finde, dass das eine wahnsinnige Bereicherung ist für unser Leben und für mein Leben ganz persönlich. Und mir fällt natürlich seit Jahren auf, dass das ein ganz merkwürdiger Ton sich etabliert hat in den sozialen Medien, in den Kommentarspalten insbesondere. Wenn man zu Zeiten der Ukraine-Krise die Kommentarspalten gelesen hat, dann hast du manchmal Sachen gelesen, wo du denkst, sag mal, bin ich falsch gepolt oder was geht da ab? Bis man dann irgendwann merkte, okay, da sind Kräfte am Werk, die kommen vielleicht gar nicht aus Deutschland. Und dann ist halt auch noch ein Freund von mir Opfer eines heftigen Shitstorms geworden mit Morddrohungen und so. Und dann war das Fass auch langsam voll. Und dann dachte ich, okay, man muss langsam mal aktiv werden. Wenn du so viel Erfahrung gesammelt hast und weißt, wie man mit dieser Situation umgeht. Ich habe eine Frage, vielleicht auch, weil das viele Menschen da draußen erleben. Was ist denn das Patentrezept, um sich gegen Shitstorm zu wehren oder auch vielleicht sich einfach mal da ausklinken zu können und zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben? Nee, das Erste ist, dass du dich ausklingst, ist natürlich eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, das Netz ist das Netz. Ne? Da kann ich mich auch draus zurückziehen, wenn mir das zu viel ist. Ich glaube aber, dass das langsam nicht mehr der richtige Weg ist, sondern ich glaube, dass wir aktiver werden müssen im Netz, dass wir Zivilcourage im Netz zeigen müssen. Und der Hebel, den du aktivieren musst, ist, du musst die Mehrheiten umdrehen. Weil das Prinzip des Shitstorms ist, dass viele gegen einen oder wenige kämpfen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich drehe das wieder um und zeig denen, dass sie nicht die Mehrheit sind, die da den Shitstorm machen, dann sind die ganz schnell leise. Hashtag ich bin hier hat aktuell auf der Facebook-Seite über 37.000 Personen, denen das gefällt. Heißt es aber auch, dass diese 37.000 Menschen zu dieser Gruppe Hashtag ich bin hier gehört und auch aktiv werden? Oder sind da auch Leute darunter, die auch nur euch folgen? Ja, das sind natürlich auch viele Unterstützer, die grundsätzlich mal die Idee gut finden und toll finden, was wir da machen. Die wirklich aktiven Kommentarschreiber, würde ich sagen, ist ein harter Kern von 500 Leuten im Monat, die richtig reinhauen in die Tasten, weil es kostet auch viel Zeit. Ja, klar. Und dann hast du aber mehrere tausend Leute, die wirklich aktiv Likes setzen und die Kommentare, die wir schreiben, halt hochliken, damit die guten Kommentare von uns sozusagen sich über die Hasskommentare setzen. Das ist ja das Prinzip. Was sind denn gute Kommentare? Ich wusste, dass du das fragen würdest. Weil du mir die Vorlage gerade gegeben hast. Genau, also sag ich mal so, was ich als negative Kommentare beschreibe, sind Kommentare, die persönlich Menschen angreifen. Also wo es wirklich an die Persönlichkeit geht, Abwertung. Also ich finde auch Hasskommentar als Begrifflichkeit schwierig, weil es ist nicht immer so eine tiefe Wut, die da geäußert wird, sondern teilweise ist es richtig politisch motiviert und berechnend, dass man Leute langfristig abwerten will, damit sie weniger wert sind. Das ist für mich ganz schwierig, also wenn das so persönlich wird und Menschen so pauschalisiert werden, so alle Ausländer sind potenziell kriminell, ne? Das ist ja so das, was da immer mitschwingt. Mhm. Und jetzt komme ich auf die Antwort auf deine Frage. Was sind dann die guten Kommentare? Die guten Kommentare sind meines Erachtens die differenziert mit einem Sachverhalt umgehen, nicht persönlich werden, sondern über das sprechen, was die Aussage der anderen Person ist. Naja, dann würde ich vielleicht noch so eine Wertung, die im demokratischen Sinne agieren, ne, und geschrieben sind, ne, für eine liberale und offene Gesellschaft. Manchmal, was heißt manchmal, leider zu oft lese ich auch von anderen Personen, wenn ich auf deren Facebook mich bewege, nicht nur deren Messages,
deren Nachrichten, sondern sehr oft erwische ich mich dabei, wie ich anfange, Kommentare zu lesen. Mhm. Und hin und wieder, wie du schon sagst, lese ich dann Hate Speech, also Hasskommentare, abwerten. Mhm. Meinst du, dass das nicht hilft, wenn man einfach mal auch vielleicht in der Sprache oder mit dem Level agiert und dem, also quasi so wie die Ärzte sagen, mitten in die Fresse hinein, einfach mal genauso pariert? Mhm. Bringt das nichts? Naja, du etablierst da ja sozusagen deren Ton. Na, also es geht ja ein bisschen darum, also wo es auch mein persönliches Anliegen ist, ich glaube, dass durch eine Verrohung der Sprache, wenn die Sprache immer aggressiver wird, ne, dann bist du irgendwie so ein Quäntchen davon entfernt, dass du irgendwann mal zuschlägst. Na, also Sprache ist so eine Vorstufe von Gewalt. Und teilweise finde ich so eine Sprache, die wir da lesen, auch schon gewaltvoll. Und ich finde es schwierig, wenn wir anfangen, auf so eine Art und Weise miteinander zu agieren im Netz und miteinander, weil ich dann auch Angst davor habe, dass diese Gesellschaft irgendwie eskaliert. Ne, dass es zu Kämpfen kommt, dass es zu Gewaltausbrüchen kommt. Und deswegen glaube ich, es ist nicht ein Mittel, dass man mit denselben Mitteln gegenhält und sagt, jetzt halt mal die Fresse, du Sack. Ne, sondern ich glaube, dass man immer sagen muss, Mensch, ich finde das nicht richtig, was du da sagst. Ich bin anderer Meinung. Ich ziehe hier auch meine Grenze. Ne? Ich finde, du solltest irgendwie differenzierter dich über dieses Thema äußern. Und dann ist gut. Mhm. Also machst dich dadurch auch ein bisschen unangreifbar. Richtig. Ja. Ich werde gleich noch zwei Fragen, aber die kommen nach dem nächsten Videoclip. Es gibt auch zwei Zitate von unterschiedlichen politischen Positionen. Der eine kommt von der AfD, der gesagt hat, wir werden sie jagen, was man alles darunter verstehen möchte. Aber auch die Bundesvorsitzende der SPD hat aber auch gesagt, dann kriegen sie halt dann auf die Fresse. Kann man so oder so sehen. Aber das vertiefen wir gleich nach dem nächsten Clip. Der kommt nämlich von Olex Sage. Auch eines meiner Lieblingssongs aktuell. Magisch, magisch, du bist doch magisch. Bitteschön. Olex Sage featuring Edin mit Magisch, magisch, du bist so magisch. Also eigentlich der Sommersong schlechthin. Vor dem Song habe ich noch Hannes quasi schon mal Futter gegeben, damit du dir darüber Gedanken machen kannst. Wir reden über die Verrohung der Sprache. Wir reden darüber, dass man in sozialen Netzwerken, in der sozialen Welt oder Netzwerkwelt alles kontrollieren sollte oder versuchen sollte zu kontrollieren. Aber wenn dann Politiker um die Ecke kommen und genau in diese Kerbe einschlagen, ja, egal ob... Ich meine, das war mit AfD und SPD war nur ein Beispiel, aber bei der CSU hörst du auch regelmäßig diese Sprüche, bei einigen Superkonservativen, bei der CDU auch. Also überall ist es irgendwie zu hören. Hilft uns das oder ist es vielleicht einfach, wie soll ich sagen, ist es normaler geworden, so zu reden? Ja, ich glaube, es ist normaler geworden. Ne? Und ich weiß nicht, ob uns das hilft. Ne? Also ich meine, ich habe mir selber halt die Rede von Cem Özdemir angehört, wie er die AfD gefaltet hat im Bundestag. Und natürlich finde ich das auch geil. Ne? Also ich finde es halt auch gut, dass mal jemand so auf die Kacke haut. Ne? Aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dann hat er sie mit den eigenen Waffen geschlagen, ne? Und hat sie auch angegriffen mit dieser Schärfe und hat ihnen antideutsches Verhalten ja vorgeworfen. Aber das ist natürlich auch eine Pauschalisierung. Mhm. Ne? Da stecke ich alle in einen Topf. Und wenn wir anfangen, das immer zu tun, na, dann machen wir Lager auf. Na, also das hilft uns nicht, irgendwie zusammenzufinden, sondern es spaltet uns. Und das finde ich halt ganz gefährlich. Ja, hast du auch recht. ja, ich frage mich immer nur, wie man mit diesen gesellschaftlichen Problemen und Konflikten sonst umgehen soll. Ja. Weil ich gebe mal ein Beispiel von mir. Es ist ja in einem Gesprächskreis ja einfacher, ins Gespräch zu kommen. So, auch da hat man Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Du unterhältst dich mit fremden Leuten genau wie mit Freunden, mit Familie. Ich diskutiere mit meiner eigenen Familie auch manchmal sehr hart. Aber dennoch ist es so, dann gehst du aus diesem Raum und weißt, okay, man hat sich ausgetauscht und alle denken über etwas nach. Ich glaube, das grundsätzliche Problem bei den sozialen Netzwerken ist, jeder gibt seinen Senf ab und das war's. Mhm. Ich hab heute das Gefühl, dass die sozialen Netzwerke eher dazu da ist, Luft abzulassen. Ja, ja, jeder lässt mal Dampf raus und nach mir die Senflut. Ja. Naja, du hast natürlich auch eine Distanz, ne? Also wenn du im digitalen Medium bist, dann kannst du dich ja mit Leuten betteln, die du überhaupt nicht kennst, die überhaupt keine Rolle spielen in deinem Alltag. Und dann kannst du natürlich mal extra vom Leder ziehen, ist klar. Aber trotzdem kann man auch sagen, was verbringe ich da meine Zeit? Ne? Also ich will
Also wenn jemand Freude daraus zieht, andere zu dissen und sie fertig zu machen, dann kann ich die Motivation verstehen, dass er im Netz so agiert. Aber das ist nicht meine Motivation. Also wenn ich im Netz bin, dann möchte ich mich mit Leuten positiv austauschen. Ich möchte irgendwie neue Ideen finden, Lösungen finden oder einfach geilen Kram tauschen. Ne? Du bist ja für mich jetzt derjenige, der sich genau, sagen wir es mal so, mit der Geschichte des sozialen Netzwerks auseinandersetzt. Ich will eine Sache wissen. Wann war dieser Break-Even-Point erreicht? Ich kann mich daran erinnern, dass am Anfang von Facebook, damals, hast du Facebook? Oh, alle freuen sich auf Facebook. Mhm. Was ist passiert, dass ich sag mal, wie lange gibt es eigentlich Facebook? 15 oh. Jahre? Kommt ja, hin? Ich habe 2004 gegründet, 2006 in Deutschland relevant. Also gar nicht mal so schlecht, also ja. 10, 12 Jahre. Ja. Und ich behaupte, die erste Hälfte dieser Zeit war eigentlich alles positiv. Mhm. Und dann ist irgendwas passiert, seitdem funktioniert nur noch, hey, es funktioniert ja auch nur noch das. Mhm. Wenn du was Gutes schreibst, ich merke das ja bei mir, ich kriege 3 Likes, 3 Kommentare. Mhm. Schreibe ich mal etwas kritischer, verdoppelt sich schon Like und Kommentar. Mhm. Was ist da passiert, dass auf einmal Leute nur noch sich so äußern möchten, wollen, können, keine Ahnung. Ja. Also wenn du dich an die Anfangszeit von Facebook erinnerst, dann war es ja auch so, dass du eigentlich nur deine kleine Peer Group hattest. Also du hast so deine Freunde geaddet und hast dich eigentlich nur mit diesen Freunden unterhalten. Und dann bist du mal auf das Profil von jemand anders gegangen und hast gesehen, der hat ja auch Freunde, mit denen kann man auch sprechen und kommentieren. Das war ja immer irgendwie noch so ein Inner Circle. Mhm. Und bei so einem Inner Circle, glaube ich, gehst du nicht über diese Grenze, jemanden richtig fertig zu machen. Dann hat sich Facebook ja irgendwann auch geöffnet. Dann, weißt du, sind die großen Nachrichtensender auf Facebook gegangen, haben da ihre Beiträge gepostet. Auf einmal ist so ein neuer öffentlicher Raum entstanden, wo Menschen reingehen in die Kommentarspalten, die sich überhaupt nicht kennen. Und ich glaube, wenn du dann die Möglichkeit hast, da mitzudiskutieren mit Leuten, die dir nichts bedeuten, weil sie nicht zu deinem Inner Circle gehören, dann schlägst du einfach auch mal eher zu, rhetorisch. Ne? Mhm. Und ich glaube, durch die Öffnung dieser, also YouTube ist ja ähnlich, ne? Twitter ist auch ähnlich, Facebook ist ähnlich, das sind offene Räume im digitalen Medium, die relativ anonym sind und die Leute haben eine Tendenz dazu, dann auch aggressiver zu werden. Und das ist halt eigentlich schade, weil man muss ja nur mal einen Gedankenschritt machen und sagen, das ist auch nur ein Mensch, mit dem ich da gerade agiere. Ne? Und eventuell, wenn der in meiner Straße wohnen würde oder ein Freund vom Freund wäre, dann fände ich den vielleicht sogar ganz okay, auch wenn er eine andere Meinung hat als ich. Also du meinst, die Leute gehen immer einen Schritt zu weit, weil sie sein oder das Gegenüber nicht kennen. Ja. Das heißt, du meinst, die würden nicht so agieren, wenn sie die Person kennen würden? Genau. Also okay. Es kommt darauf an, wie wir kennen definieren. Ne? Ja. Also je dichter jemand ranrutscht und je wichtiger er für einen ist, desto freundlicher wirst du höchstwahrscheinlich zu dieser Person sein. Mhm. Okay. Liebe Freunde, das ist das aktuelle Buch von Hannes Ley. Hashtag Ich bin hier. Kann ich euch ans Herz legen. Schon sehr interessant. Was wir jetzt ein bisschen aus den Augen verloren haben, so Social Media technisch, ist ja immer so, ne? Man fängt mit einem Thema an und landet anders. Ich will immer noch wissen, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Da wollte ich eigentlich ansetzen. Aber das machen wir mal gleich. Und zuvor müssen wir ganz kurz Werbung machen. Das ist das aktuelle Buch von meinem heutigen Gast Hannes Ley. Für eine bessere Diskussionskultur hat er diese Gruppe gegründet vor über 1,5 Jahren. Hashtag Ich bin hier. Heute sagen die Kids nur noch Hashtag Healthy Lifestyle, Hashtag Wonderful und so. Das ist ein wichtiger Hashtag. Ja, ich bin hier, liebe Freunde. Das ist wirklich das A und O. Und ich habe es ja vorhin ein bisschen vermisst, weil ich eigentlich wie ein Kopfsprung direkt ins Wasser gesprungen bin, lieber Hannes. Wie hat eigentlich diese Gruppe angefangen? Wie ging es überhaupt los? Ich meine, warst du zu Hause, hast gesagt, boah, mir ist langweilig, ich muss was Neues machen, oder? Ja, langweilig ist mir nicht. Also es war 2016, Dezember 2016. Und du kannst dich auch an 2016 erinnern, Trump-Wahl, Brexit, ne, ja, irgendwie jeder zweite Star der Welt ist gestorben. Ne? Ja, war irgendwie echt ein schräges Jahr. Das stimmt. Also persönlich für mich gut, aber politisch irgendwie scheiße. Mhm. Und dann haben mich Freunde besucht, die aus New York zurückgezogen sind nach Europa, auch aufgrund der politischen Situation. Und wir kamen irgendwie ins Gespräch über das Thema Hass im Netz und was da gerade so abgeht. Und dann
hat dieser eine Freund hat irgendwie zu mir gesagt, so, komm, ich muss dir was zeigen, da ist irgendwie so eine geile Idee in Schweden, da mache ich irgendwie schon seit 3 Monaten mit, das macht irgendwie süchtig, ne? Ich gehe da jeden Morgen rein und das sind so Aktionen und so gegen Hassrede im Netz, da gehst du als Team, gehst du dann da so rein und das ist richtig sportlich. Okay. Ich habe mir das angeguckt und dachte so, boah, das ist ja der Hammer, das ist ja geil. Und dachte dann gleich so, das kann halt auch in Deutschland funktionieren. Dann habe ich die Gründerin da in Schweden kontaktiert. Und hieß die auch auf Schwedisch, ich bin hier? Ja, er, Herr heißt das. Das ist auf Schwedisch, ich bin hier. Ah, okay. Und ich habe dann sie gefragt, darf ich das einfach kopieren und in Deutschland einführen? Und dann meinte sie, ja, mach doch, wenn du dir das zutraust. Damals wusste ich noch nicht, was es bedeutet. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich baue die Gruppe. Das hat 2 Tage gedauert, ne, bis du so eine Gruppe mal eben aufsetzt. Und dann habe ich hier gestartet und dann ging es los. Okay, wenn du sagst, wenn sie gesagt hat, trau dich, ja. Was hast du denn unterschätzt? Naja, also Minna, das ist die Gründerin, die hat Morddrohungen selber bekommen. Ihr Vater ist bloßgestellt worden im Netz und diffamiert worden. Also in Schweden ist eine andere politische Echt? Situation. Ne? Also da sind die. Ich dachte, die sind liberaler und da sind die viel entspannter. Die Rechtspopulisten haben 22% und sitzen okay, mit in der Regierung. Alles, ne? Na, das war früher mal alles. Also du hast eine extreme Neonazi-Szene in Schweden. Also die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, nicht Skandinavien. Na, das ehrlich, kann man sich nicht. Also kann man eigentlich nicht. Ne? Von Schweden hat man immer so ein liberales Bild. Genau. Ne? Und es ist neben Deutschland natürlich auch das Land in Europa, was im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Geflüchteten aufgenommen hat. Mhm. Und dann weißt du ja, dadurch polarisiert sich das ganz schnell. Ne? Ja. Wow, okay. Und das hat sie mich gewarnt durch die Blume und hat gesagt, pass auf, da rollt was auf dich zu. Mit Verlaub, ist es dir auch schon passiert? Ja, klar. Also Morddrohungen nicht, ne? Mhm. Aber ich habe natürlich irgendwie, also es sind entsprechende Artikel über mich geschrieben worden. Herr Akif Perinci hat einen schönen Artikel über mich geschrieben, der dann nachher auf rechtsextremen Seiten geteilt wurde, wo die Server im Ausland sind, da kannst du halt nichts machen, rein rechtlich. Dann habe ich Privatnachrichten bekommen, aber das ist halt so, ne? Muss mit leben. Wie lebt man denn eigentlich so, wenn man, also ich meine, ich erlebe das auch. Vielleicht nicht in dem Maß wie du, aber wenn ich unter meinen YouTube-Videos mal einige Kommentare durch, also da sind Sätze, ich habe gelernt, darüber zu stehen. Also am Anfang hat mich das sehr, sehr, sehr berührt, also wirklich sehr. Manchmal hat es auch wehgetan, ja, wenn vor allem Leute anfangen, dich und deine Familie und deine, ich mach's mal jetzt Plakat Ehre, und aber wirklich fluchen, aber also wirklich die schlimmsten aller schlimmen Wörter. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Also ich meine, das ist, du gewöhnst dich ja an alles, ne? Und das ist irgendwie, wenn du, das erzählst du ja auch gerade, ne? Die ersten Einschläge sind halt ganz fürchterlich, ne? Dann kriegst du halt irgendwie Gänsehaut und Angst. Und dann wiederholt sich das halt und irgendwann denkst du, ja, okay, damit muss ich jetzt irgendwie umgehen lernen. Und ich krieg natürlich aus der Gruppe unheimlich viel Rückhalt. Also wir sind ja irgendwie ein paar Tausend, die sich da organisieren und gegenseitig schützen. Und das hilft natürlich, dass man weiß, wenn es hart auf hart kommt, dann stehen Leute hinter dir. Ne? Dennoch hat man noch Angst, oder? Ja. Oder ist es keine Angst mehr eher? Oder sondern was anderes? Naja, passieren kann natürlich die ganze Zeit was, kann immer was. Das sind ja auch genau die Mittel, mit denen die arbeiten. Die wollen dich einschüchtern, damit du den Mund hältst. Und sie die Mehrheit im Netz haben oder sozusagen die Deutungshoheit im Netz bekommen. Und darauf darf man sich aber nicht einlassen, ne? Also auf diese Einschüchterungsversuche. Wo kommen wir denn da hin? Da waren wir ja schon mal. Yep. Aber komischerweise sind die Menschen vergesslich. Ja. Fällt mir irgendwie immer auf. Die einen sterben aus und die anderen kommen und lesen zu wenig. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Oder nur das, was sie lesen wollen. Ja. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Genau. Und was noch schlimmer ist, finde ich, das merke ich auch in vielen Gesprächen, es gibt ja auch dieses Phänomen der Verschwörungstheoretiker, ja? Im Moment auch vor allem im Netz. Die Leute posten Dinge. Und ich habe dazu letztens nämlich eine Doku gesehen. Die Leute hinterfragen ja nicht mehr. So weit sind sie schon. Keiner hinterfragt, ob es der Wahrheit oder nicht der Wahrheit entspricht, sondern derjenige, der so eine Verschwörungstheorie einfach mal in den Raum wirft, bringt dich ja dazu, dass du als erstmal das Gegenteil beweisen musst. Ja, genau. So, das heißt,
Für den einen hast du recht, für den anderen hat der andere immer recht und ja. das bleibt. Ja. Ja. Und dann haben wir den Salat. Ja, ja. Und dann heißt es ja, aber die da oben oder die, ja, ja, du gehörst auch schon zu denen. Mhm. Mhm. Okay, egal, was du sagst, es ist immer falsch. Mhm. Avicii würde sagen, der verstorbene DJ-Produzent und Musiker, for better days. Bitteschön. For a better day von Avicii. Auch ein Musiker, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Lieber Hannes, es ist ja ein sehr emotionales Thema. Immer wenn ich Songs laufen, frage ich natürlich, teile ich auch Hannes ein bisschen mal was mit, was ich so alles in den sozialen Netzwerken erlebt habe. Ich bekomme vielleicht nicht alles so mit wie du, aber ich würde ja gerne wissen, wo tummeln sich eigentlich die meisten Hate-Speech herum? Gibt es so bestimmte Plattformen oder weiß ich nicht, Websites, Newsportale oder was auch immer? Naja, die organisieren sich in natürlich auch in sozialen Medien und zwar nicht öffentlich, sondern dann in Untergruppen, die haben WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen oder jetzt wie auf Discord, Reconquista Germanica. Hat schon was für ein Ding? Reconquista Germanica, eine Gruppierung. Also Wiedereroberung Deutschlands. Ja, genau. In dem Sinne gemeint. Genau, in dem Sinne gemeint. Das sind dann irgendwie 8000 nationale Patrioten, die sich da zusammentun und organisieren zu Shitstorms gegen liberal denkende Menschen. Und das sind dann natürlich, ist es auch durchaus verfassungsfeindlich, was da passiert. Und deswegen sind das geschlossene Gruppen. Das kriegen wir nicht mit. Aber das erklärte Ziel von diesen Leuten ist halt, sich zu organisieren in den geschlossenen Gruppen und dann rauszugehen in die Öffentlichkeit und dann Einzelpersonen oder Institutionen oder die Medien oder das demokratische System anzugreifen. Was ich jahrelang nie verstanden habe, warum haben die sozialen Medien, also wir nehmen jetzt mal Facebook als das Größte, als die größte Institution, warum haben die jahrelang A, nicht aktiv dagegen was gemacht? Und B, findest du es richtig oder war es an der Zeit, dass damals, ich glaube, war das letztes Jahr mit Heiko Maas als Justizminister, wo er gesagt hat, okay, wir werden jetzt eine Regel, ein Gesetz in die Wege leiten, wo Facebook und Insta und all die sozialen verpflichtet werden, dagegen anzugehen. Genau. Ist im Oktober gestartet worden, nee, genau. Verabschiedet oder? Worden Richtig, und dann genau. im Januar, glaube ich, in Kraft getreten. Das NetzDG, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Genau. Du, also ich glaube, es gibt zwei Währungen im Netz. Das eine ist Aufmerksamkeit und das andere ist Geld. Und du kannst mit starken Emotionen kannst du viel Aufmerksamkeit bekommen und wenn du viel Aufmerksamkeit bekommst, dann wird dieser Inhalt im Netz natürlich präsenter. Und wenn du drumherum Werbung schaltest, dann fließt Geld. Und das ist natürlich für die Plattformbetreiber, also gerade für Facebook, die wichtigste Einnahmequelle ist die Ausspielung von Werbeanzeigen und das Verkaufen von Daten, wie wir jetzt mittlerweile wissen. Und für die Webseitenbetreiber natürlich auch. Und deswegen ist es natürlich gegen das eigene Geschäftsmodell, wenn man solche Inhalte löscht oder Fake-Profile löscht oder zusieht, dass Inhalte nicht mehr ganz so brisant und emotional sind, weil sie dann weniger Aufmerksamkeit bekommen und weniger Werbeeinnahmen dann kommen. Ne? Also es ist eigentlich das Geschäftsmodell dieser Firmen, was zu mehr Hass führt. Ne? Aber hör mal, wir als Individuum, ja, wenn wir in einer Ich gehe erstmal von Deutschland aus, in einer pluralistischen, demokratischen, mit Fehlern. Ja, wir sind auch keine fehlerfreie Gesellschaft. Wenn man in einer pluralistischen, gesellschaftlichen Form zusammenlebt, sein Gegenüber akzeptiert, dann müssten doch aber auch Firmen dem folgen, oder nicht? Ja. Es kann doch nicht sein, dass sie immer aus der Reihe tanzen und sagen, pff, mir doch egal, ich muss Geld verdienen. Ja. Ich muss auch Geld verdienen. Ja, genau. Genau. Also du kannst dir mal zum Spaß mal die Gemeinschaftsstandards von Facebook durchlesen. Da drin steht, dass keine Inhalte geduldet werden, die andere Menschen abwerten oder diffamieren oder beleidigen. Und wenn man sich dann mal überlegt, was steht da alles... Steht das da? Das steht da. Hab noch nie gelesen, ehrlich. Oder die Netiquetten. Die Netiquetten der Medien, die auf Facebook sind. Also nimm dir mal Fokus oder nimm dir mal Bild und lest dir mal die Netiquette durch. Da steht genau dasselbe. Und dann liest du die Kommentarspalten von ihren Seiten und dann ist eine Beleidigung nach der anderen, eine Abwertung nach der anderen. Und du fragst dich, ja, warum haltet ihr die denn nicht ein? Das steht doch da. Das ist doch eure eigene Regel.
Aber du als, sagen wir mal, Verfechter und Vorreiter, auch mit deiner tollen Seite und mit deiner tollen Idee, schreibst du die mal auch mal an? Keine Ahnung, Bild, Mopo oder Welt oder wie die alle heißen. Machst du das auch mal persönlich? Sagst, ey Leute, wieso macht ihr da nichts? Naja, wir sind ja auch gerade, die Gruppenmitglieder sind ja permanent dort auf diesen Seiten von Bild und Fokus und Konsorten und schreiben, hey, liebe Redaktion, mischt euch mal ein, wie könnt ihr das hier stehen lassen? Ne, moderiert mal. Ja, Bild moderiert mittlerweile ab und zu mal. Also die sortieren auch das Schlimmste raus. Fokus ist da resistent seit anderthalb Jahren. Also ich habe immer wieder versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, aber da passiert nichts. Das hat was damit zu tun, dass, du musst dir vorstellen, die haben am Tag 20.000 Kommentare. 5.000 Kommentare werden schon maschinell raussortiert, weil sie zu radikal sind. Mhm. Und dann musst du immer noch 15.000 Kommentare mit ein oder zwei Studenten bearbeiten. Die haben schlichtweg nicht die Ressourcen, um dagegen anzuarbeiten. Oder sie investieren nicht in die Ressourcen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist wahrscheinlich eher der richtige Satz. Ja. Nicht investieren in die Ressourcen. Ach, lieber Hannes. Mann. Ist das frustrierend? Ja, manchmal ja. Ehrlich. Ja. Weißt du, manchmal wünscht man sich so, ach, wenn wir das doch einfach alles mal lösen können. Ja. So, weißt du, mit einem Schnipser und dann alle Probleme gelöst. Oder ja, aber denkt ihr auch, dass das alles, was da jetzt gerade passiert, na, das war ja in irgendeiner Form vorm Internet auch schon da. Also der Hass ist ja jetzt nicht neu entstanden durch die sozialen Medien. Er ist nur präsenter. Und wir nehmen ihn wahr. Genau. Na, und wir nehmen die Problematik wahr. Und viele der Menschen, die sich da sehr frustriert äußern, haben ja auch einen Grund dafür. Das muss man auch nochmal sehen. Da ist ja auch viel Wahres dran teilweise. Aber es führt dazu, dass wir auch wieder näher zusammenrücken, dass wir uns wehren, dass wir politisch aktiver werden und, wie gesagt, digitale Zivilcourage zeigen und anwenden. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme wahr, wir politisieren uns gerade wieder ein bisschen und wir gestalten diese Gesellschaft wieder mehr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das als Einzelpersonen mehr erkennen. Also ich nehme es in meinem Freundeskreis. Ich würde es noch nicht sofort unterschreiben, ich müsste darüber nachdenken. Da können wir ja noch mal ein bisschen. Darüber können wir noch mal separat diskutieren. Machen wir noch mal. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Weil ich glaube, das, was du unter vielleicht politisieren verstehst, sehe ich eher als Kritikpunkt. Weil ja die Leute, das Problem ist, ich weiß nicht, ich überziehe wieder, meine Kollegen verdrehen bestimmt gerade die Augen, aber das muss ich loswerden. Ich glaube, das Problem ist beim Politisieren, bei dem Begriff, politisieren ist dann gut, wenn man aber auch Dinge hinterfragt und zumindest auch mal hin und wieder mal nach dem Impressum, nach der Quelle mal sucht. Und ich glaube, du hast ja recht, die politisieren, weil sie sich mit den Themen auseinandersetzen. Aber das Problem ist, solange die Menschen aber nur mit Slugs, Worten, mit Hashtags auseinandersetzen, ich weiß noch nicht, ob das politisieren ist. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir das nochmal separat diskutieren. Wir müssen nämlich ganz kurz Werbung machen, bevor mich meine Kollegen erschießen. Ich sag's mal ganz kurz, weil danach, jetzt kommt, lieber Hannes, nämlich unsere Challenge. Quiz-Duell ist gleich angesagt. Jetzt die Frage, wie alt warst du da? Ich war gar nicht so jung. Nee, wir unterhalten uns gerade mit Hannes darüber, wie lange es schon her ist, dass Michael Jackson verstorben ist. Nee, er ist 1958 geboren, sprich, es war 2008, also vor 10 Jahren. Ist er gestorben. Und es war Sommernacht, es war 0.30 Uhr und da hieß es, kann mich erinnern, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause in Mitternacht und da hieß es, Michael Jackson ist im Krankenhaus verstorben. Ich habe echt geheult, kein Scherz, gebe ich auch offen zu. Ja, wenn du mit so einem Künstler aufwächst und du kennst ja nichts anderes außer Michael Jackson, ja, und dann jo, sind die Emotionen dahin. Deshalb kann ich auch nachvollziehen, wir hatten nämlich letztens auch das Gespräch mit Freunden, wie sehr man sich doch emotional an etwas binden kann, obwohl man ja eigentlich keine Bindung hat. Ist ja auch so ein neues Phänomen. Dasselbe gilt für Popstars, zum Beispiel wie auch für den HSV, für Fußballer, Fußballfans. Ja, HSV steigt ab und du siehst dann die Leute nur noch heulen, wo du denkst, warum? Identifikation. Aber, richtig, es geht um Identifikation, genau. Ja. Wer war denn dein Held eigentlich deiner Kindheit? Boah, Held meiner Kindheit. Ja. Ich habe ja auch viel Fußball gespielt früher. Na, deswegen ich bin ja Werder Bremen-Fan. Das darf ich als Hamburger natürlich kaum sagen. Oh, aber ich hätte das vorher fragen können. Aber Dieter Eils ist natürlich. Oh ja, aus Ostfriesland. Aber cooler Spieler. Ich komme aus Ostfriesland. Cooler und deswegen Spieler. Ist Dieter Eils natürlich eine Legende für mich. Ne? Ja.
Und ich war aber davor HSV-Fan, was man kaum glauben mag. Ich war davor. Manni Kals. Ja, das ist natürlich da ist die Legende meiner Kindheit. Das ist das anderes Level. Das waren noch Spieler. Ja. Das waren auch Spieler und wirklich Spieler, sondern keine frisierten, tattoo-tragenden Fußballer. Ja? Du warst ja damals, aber Zeiten verändern sich, ja? Mhm. Heute bist du schon, tanzt du als Fußballer aus der Reihe, wenn du kein Tattoo und keine Frise hast, die auffällt. Ja, ja, genau. Komisch, oder? Ja, aber so ist es halt, ne? Es haben halt mittlerweile ein anderes Auftreten, ein anderes Aussehen. Und es ist hip, irgendwie gepikert zu sein und überall tätowiert zu sein. Ne? Für mich ist es schon cooler, wenn du keine hast. Eine letzte Frage zu deinem Buch, eine abschließende Frage. Irgendwo am Ende des Buches habe ich gesehen, ich habe mir das auch extra notiert, über die Zukunftspläne hast du die nämlich von Hashtag Ich bin hier geäußert. Ja. Und hast gesagt, ich bin bereit, mit der Gruppe aus der Netzwelt hinauszutreten. Mhm. Ja? Ja. Letzte finale Frage, wohin willst du hinaustreten und was ist der nächste Step eigentlich für dich, der nächste Schritt? Ja, also ich denke da viel drüber nach gerade. Also das eine, was sehr konkret ist, ist, dass wir an mehreren Schulen jetzt Bildungsprojekte machen wollen, wo wir Schülern beibringen wollen, digital miteinander zu diskutieren. Die kriegen alle dann einen Laptop oder ein iPad und können sich einloggen und wir pitchen ein Thema rein, was ein bisschen schwierig ist. Und dann lassen wir die halt aufeinander los und dann werden die halt geschult, wie man besser argumentieren kann. Ich glaube, das ist echt extrem wichtig, dass gerade jüngere Leute lernen, persönliche Angriffe von sachlicher Diskussion zu unterscheiden. Also das ist so das eine. Und das andere ist, wir sind eine ehrenamtliche Organisation mit Ich bin hier. Wir machen das alle nebenbei. Da ist ein Kernteam von 40 Leuten, die reißen sich einen Arsch auf, neben der Arbeit. Und du kommst aber trotzdem irgendwie an Grenzen und merkst, okay, das schaffst du nicht mehr in den 2-3 Stunden, die du noch übrig hast. Und deswegen überlege ich gerade, wie wir das professionalisieren können, auch in puncto Finanzierung. Ne? Mhm. Lieber Hannes, ich danke dir recht herzlich. Schön, dass du da warst. Ich hab's geahnt und ich war dessen bewusst, eine Stunde wird nicht reichen mit dir. Wir haben gerade den Beleg gebracht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Es hat Spaß gemacht. Ich danke dir wirklich vom Herzen. Und liebe Freunde, an dieser Stelle hier nochmal der Aufruf für euch daheim. Das Buch lege ich euch gerne ans Herz. Ja, Hashtag Ich bin hier. Und für all die gerne Hate-Speecher da draußen, eins solltet ihr wissen, die Community der Menschen, die sich ihr Recht nehmen, sich zu verteidigen, wird größer. Also, wenn ihr wollt, hatet weiter. Ich sag nur so viel dazu, ich stehe drüber. Juckt mich ehrlich gesagt ab heute nicht mehr, hab's relativ früh gelernt. Und an die Leute da draußen, die immer gerne auch mich dissen und sagen, der Typ hat doch keine Ahnung, sage ich immer, deswegen sitze ich hier. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bis demnächst, tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Ortel, wir sprechen deine Sprache.